Wir sind eine bilinguale Privatschule, staatlich anerkannt und unterrichten in den Klassenstufen 5 bis hoch zum Abitur. Wir arbeiten am Forms-Gymnasium Hamburg nach den Hamburger Bildungsplänen und daher sind all unsere Abschlüsse gleichwertig zu staatlichen Abschlüssen. Die Lehrer, die hier auch unterrichten in Englisch, kommen auch aus zum Beispiel England oder der USA und das macht das natürlich auch viel authentischer. I prefer reading in English because I also think it's a bit easier for me. Wir freuen uns sehr, dass wir hier im Haus auch das Abitur anbieten können, und zwar das deutsche Hamburger Abitur. Als Zusatz haben wir immer noch die Cambridge Certificates, die man machen kann. Als Hausaufgaben macht die Präsentation, die ihr nicht geschafft habt. Ja? Also ihr arbeitet jetzt bis um... Durch die verschiedenen Lehrkräfte an unserer Schule und deren kulturellen Hintergrund vermitteln wir den Schülern eine Vielfalt an erzieherischen und methodischen Aspekten und hoffen, dass wir sie für ihre berufliche und private Zukunft zu toleranten, weltoffenen und auch für die zukünftige Berufswelt gut vorbereiteten Schülern erziehen. Wir sind ein sehr engagiertes Team und verstehen uns gut untereinander, aber wir verstehen uns auch gut mit unseren Schülern und mögen unsere Schüler. Das zeigt sich besonders darin, dass die Klassenlehrer auch ihrer Klasse besonders nahestehen, dass sie sich viel Zeit nehmen, dass sie einen engen Kontakt haben zu den Schülern, zu den Eltern. Der eine ist aus Südamerika, ich bin ins Afghane, der eine ist Deutsche, der andere aus Australien, der eine aus Armenien, einer aus Russland. So. Aber wir können alle miteinander kommunizieren, so, ob Deutsch oder Englisch, und das ist halt immer schön. Ja, ich glaube, als Quereinsteiger ist das hier gar kein Problem, reinzukommen. Es ist wirklich ein sehr offenes Verhältnis mit jedem, zwischen Schüler, Lehrern. Es gibt, glaube ich, hier wirklich gar keinen Streit, so ungefähr. Die Kinder, die von staatlichen Schulen kommen, die haben in der Regel weniger Englischunterricht gehabt und werden dann entsprechend gefördert. Kinder, die zum Beispiel aus dem Ausland zu uns kommen und wenig Deutsch sprechen, werden im Deutsch gefördert. Wir bemühen uns natürlich bei den Kindern, die in der 5. Klasse kommen, diese Defizite bis zur 7. Klasse auszugleichen. Dennoch können Schüler auch in höheren Klassen dazukommen. Natürlich ist es ein großer Vorteil, wenn unsere Schüler direkt von der Grundschule in das Gymnasium übertreten, weil sie sich nicht mehr umstellen müssen und die Gegebenheiten und Lernvoraussetzungen natürlich schon gut kennen. Also es gibt viele naturwissenschaftliche Wettbewerbe in Hamburg oder viele laufen auch bundesweit. Zum Beispiel haben wir eine sehr engagierte Robotikgruppe. Im besten Fall können sie dann von der hamburgischen auf die Bundesebene kommen. Wir haben die Möglichkeiten dazu, die Schüler darin zu betreuen. Die Lehrer sind sehr engagiert. Die Mitschüler sind auch alle sehr, sehr nett. Und ich fühle mich einfach wohl. Ich bin froh, dass ich hier bin. Im Hinblick auf meine Zukunft finde ich es auf jeden Fall vorteilhaft, weil ich will eben im Ausland studieren. Und da ist natürlich der Bezug zu Englisch, so einer großen zweiten Sprache, natürlich schon sehr praktisch.